Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marc Hosack und erzähle dir immer wieder gerne etwas über Reiki. Heute möchte ich dir eine Sache erzählen, was mir heute Morgen passiert ist. Und zwar habe ich ein Interview gegeben, englischsprachig, wo es um Reiki, die Symbole ging, die Kalligrafie, das Meistersymbol, den Meistergrad und sowas. Und den Leuten, die mich dort interviewt haben, die hatten so eine Art Dilemma. Denen ging es nämlich darum, dass sie sagen, dass die Reiki-Welt, die sie kennen, mehr oder minder verdorben ist. Und zwar dahingehend, sie sagen, dass es viele Leute gibt, von dort, wo sie kommen, aber vielleicht auch woanders, die Reiki eigentlich nur für magische Rituale benutzen, also um mit Reiki das zu bekommen, was man gerne haben möchte. Und wir haben dann das Beispiel genannt, dass ja zum Beispiel das Chokurei-Symbol benutzt wird und dass man dann sagt, dass ein bestimmtes Ziel oder ein bestimmter Wunsch erreicht wird und dann dort der Fokus drauf gelenkt wird. Nun, und da waren die nicht so wahnsinnig begeistert davon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die damit meinten, dass ob die damit situatives Reiki meinten, wo man durchaus Reiki hinschicken kann. Also das heißt, dass man Reiki in eine Situation sendet und diese Situation dann sich zum höchsten Besten des Ganzen entwickeln möge und dass einfach mehr Energie in dieser Situation drin ist. Ich glaube nicht, dass die so etwas meinten. Ich hatte eher den Eindruck, dass es darum ging, dass man wirklich wie mit kleinen Tricks, mit kleinen Magietricks probieren würde, sich dort einen Vorteil herauszuholen, irgendwie, den man mit Reiki dann bekommen soll, statt mit was anderem. Und dazu ist mir was eingefallen, was ich selber auch beobachte. Und zwar, was ich schon einige Jahrzehnte beobachte und wo eine gewisse Entwicklung stattfindet. Ja. Also der Mikao Usui, der Reiki begründet hat, der sagt selber, dass es in der Reiki-Heilmethode in erster Linie nicht um das Behandeln von Krankheiten und Symptomen ginge, sondern um das Training geistiger Übungen oder spiritueller Übungen zur Entwicklung der übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung. Also das heißt, es geht um feinstoffliche Wahrnehmung und Fähigkeiten, dass man zum Beispiel Reiki übertragen kann und solche Dinge. Ja? Also verschiedene Ansätze haben wir hier, weil er sagt, das mit der Heilung, das ist nicht die Nummer eins, sondern die Nummer eins ist das Training. Ja? Wohl, sehr wohl sagt er gleichzeitig auch, dass es auch bei Reiki darum geht, dieses Training zu machen, dass man dann ein glückliches Leben führen kann. Das wird dort im Japanischen so ausgedrückt, dass man ein Leben in Wohlstand annimmt und damit ist in Japan eben ein glückliches Leben gemeint. Und dann kommt schließlich, dass man dann, wenn man, dass es dann natürlich ganz wichtig ist, mit Reiki den Hilfsbedürftigen zu helfen. Und nun, wo die Reiki-Geschichte weitergeht zu Hayashi und Frau Takata, ist das ja so, dass sie krank nach Japan gekommen ist, wollte sich ursprünglich operieren lassen, hat dann zu Reiki gefunden und konnte nun sich mit Reiki heilen lassen. Und das hat sie so begeistert, dass sie das auch lernen wollte und ist dann nach Amerika zurückgegangen und hat dort Reiki verbreitet als eine Heilmethode. Und da ihre große Erfahrung ja die Selbstheilung war, ist, denke ich, verständlich, dass sie nun sehr gerne das so verbreiten wollte, dass damit geheilt wird. Und damit ist sozusagen Reiki zu so einer Methodik geworden hier im Westen, wobei der Ursprung eigentlich ein ganz anderer ist. Und von da aus hin hat es sich weiterentwickelt, dass auch ich das auch hier erleben kann, dass viele Leute magische Elemente aus westlicher Magie übertragen, um das irgendwie mit Reiki zu machen. Zum Beispiel, dass man sich ein
Parkplatz sucht oder dass man sich energetisch schützt und dass man dies und jenes macht, also verschiedenste Sachen macht und so. Und dann fand ich das interessant, dass sich so etwas eben auch in anderen Ländern ausbreitet. Ja, und mit denen werde ich mich dann bei Zeiten wieder treffen und dann werden wir intensiv über diese Thematik sprechen und ich werde dir davon berichten, sobald ich etwas Neues weiß, dass wir mal ein bisschen globaler gucken können, was so in der Welt mit Reiki passiert. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Ach so, Kleinigkeit, du findest übrigens die 7 geheimen Reiki-Techniken als einen Mini-Online-Kurs auf meiner Website. Da kannst du mal nachschauen, findest du unter dem Reiter geheim. Spannende Sache, hol sie dir, ja, denn damit kannst du deine Fähigkeiten steigern. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit. Bis bald. Namaste.